Mailand von oben. Die zweitgrößte Stadt Italiens ist weltweit als Zentrum für Mode, Kunst und Design bekannt. Jetzt wird die jahrhundertalte Kunst- und Kulturgeschichte der Stadt um eine Attraktion bereichert. Die Initiative Cinema Bianchini präsentiert Kino über den Dächern der Stadt. Rund 300 Filme werden auf dem Dach der Galleria Vittorio Emanuele nur einen Steinwurf vom Dom entfernt gezeigt. Das Besondere, maximal 5 Personen kommen pro Aufführung an diesen besonderen Ort in den Genuss ausgewählter Filmklassiker. Das Festival läuft noch bis zum 1. Juli.